Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, dieses kurze Video haben wir gedreht, um Ihnen einen kleinen Streifzug durch den eBMOOC 2018 zu ermöglichen, auch wenn dieser gerade nicht online ist. Das Video entstand im April 2018, zu einem Zeitpunkt, wo der eBMOOC zum zweiten Mal begleitet durchgeführt wurde. Das bedeutet, dass in dieser Zeit, in einem Zeitraum von 7 Wochen, nicht nur der reine Online-Kurs angeboten wurde, sondern dass es auch Webinare und Face-to-Face-Begleitgruppen gab und dass während dieser Zeit in den Foren des Online-Kurses wirklich eine sehr lebendige Diskussion mit hunderten Teilnehmenden und mit den Videoreferentinnen aus dem Online-Kurs und mit dem eBMOOC-Team stattgefunden hat. Das Video zeigt den MOOC in der 4. Woche, das heißt, dass zu diesem Zeitpunkt von 6 Modulen 4 freigeschaltet sind und die übrigen noch nicht. Und ich denke, das Beste ist, wir gehen gleich gemeinsam auf iMOOCs und schauen uns das gemeinsam an. iMOOCs ist die MOOC-Plattform der Technischen Universität Graz und hier muss man sich für den eBMOOC erstmal registrieren. Das ist ein sehr einfacher Vorgang. Wie das aussieht, haben wir auch zusätzlich noch verfilmt und ich blende Ihnen hier mal den Link zu diesem Video ein, wo man sich auch noch beim Registrieren helfen lassen könnte. Wenn ich auf iMOOCs registriert bin und mich eingeloggt habe, dann sehe ich zunächst eine Übersicht über meine Kurse, für die ich angemeldet bin. Sie sehen da hier jetzt meine Kurse im April 2018 und darunter ist der eBMOOC mit einer Teilnehmerinnenzahl von 2318 Personen zu diesem Zeitpunkt und einem Beginndatum vom 4.4.2018 und ich klicke einfach hier auf die Schaltfläche, um mich in den Kurs zu begeben und sehe hier mal ganz oben eine Übersichtsleiste mit Buttons für den Kursinhalt. Hier gibt es eine Übersicht über die Inhalte, dann Neuigkeiten, da gibt es offenbar eine Neuigkeit, Forum, da wird mir angezeigt, wie viel Forenbeiträge ich noch nicht gelesen habe, das sind in dem Fall 36. Dann ist noch wichtig der Button für die Teilnahmebestätigung ganz am Ende des Kurses und die Kursbeschreibung. Darunter gibt es eine Übersicht über die Lektionen, die schon freigeschaltet sind. Wenn ich da weiterklicken würde, sehe ich, dass es 2 weitere Lektionen gibt, die noch nicht freigeschaltet wurden und dass hier diese Lektionen so blau sind, bedeutet, dass sich die Fortschrittsbalken schon gefüllt haben, dass ich schon alle Aufgaben der jeweiligen Lektionen erfüllt habe. Diese Fortschrittsbalken werden blau, indem man hier die einzelnen erfüllten Aufgaben anhakt. Es gibt dann noch eine Reihe weitere, die wir uns gemeinsam anschauen werden. Vollständig blau wird der Fortschrittsbalken erst, wenn auch der Test zum jeweiligen Modul erfolgreich absolviert wurde und das kann man natürlich nicht selber anhaken, das macht das System. Ich lade Sie jetzt ein, mit mir gemeinsam in die Übersicht zu gehen und wir schauen uns dafür die Kursbeschreibung an. Hier in der Kursbeschreibung erfährt man die grundsätzlichen Daten zum Kurs sowie Kursinhalt, Lernziele, Zielgruppe und so weiter. Alles, was Sie sich erwarten würden bei einem Angebot in der Erwachsenenbildung. Man kann sich auch ein kleines Teaser-Video ansehen und über das eBMOOC-Team informieren, kann erfahren, was das pädagogische Grundkonzept ist, was es über die Begleitgruppen und die Webinare im Vorhinein zu wissen gibt und unter welcher Lizenz der eBMOOC steht. Das ist in diesem Fall die offene Creative Commons Lizenz CC BY, die eine freie Nutzung und auch Veränderung und Wiederveröffentlichung aller Bestandteile des Kurses erlaubt. Und vor allem sehen Sie hier auch, was sehr wichtig ist und wofür wir unglaublich dankbar sind, der gesamte eBMOOC wurde gefördert aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Abteilung Erwachsenenbildung. Ich möchte jetzt mit Ihnen gerne in die einzelnen Lektionen oder Module beispielhaft einsteigen, um Ihnen zu zeigen, wie diese grundsätzlich aufgebaut sind. Und ich beginne hier mit Lektion 1 oder Modul 1. Das ist ein recht übersichtlicher Modul, wo noch relativ wenig Content vorgestellt wird, wo es vor allem um das Kennenlernen geht.
Sie sehen hier, jeder Modul beginnt mit einem kurzen Einführungstext, der in den Inhalt einführt und darunter gibt es den direkten Zugang zu einem Webinar, falls dem jeweiligen Modul ein Webinar zugeordnet ist, mit dem Termin und den Webinarreferentinnen und auch einem Verweis darauf, wo nach dem Webinar die Aufzeichnung und das Chatprotokoll zu finden sein werden. Darunter finden Sie dann die Videos. Das sind die zentralen Informationsträger im EBMOOC. Man kann sie hier einfach abspielen und sich auch mehrmals anschauen. Und unter den Videos ist auch jeweils ein Transkript zum Herunterladen angeboten. Das heißt, wer gerne mit Skripten, mit schriftlichen Unterlagen arbeitet, kann hier die vollständige Abschrift der jeweiligen Videos auch herunterladen. Die Videos, wie gesagt, zentrale Informationsträger, transportieren den Inhalt, der notwendig ist, um auch die Quizzes am Ende jedes Moduls erfolgreich abzuschließen. Darunter sieht man dann jeweils eine Übungsanleitung. Wir haben uns immer eine Übung überlegt, die wirklich praxisbezogen ist, mit dem Alltag in Verbindung steht und auch den Transfer in den Alltag als Erwachsenenbildner oder Erwachsenenbildnerin fördert. Und weiter unterhalb bieten wir jeweils weiterführende Links und Downloads an, Lernunterlagen, hier zum Beispiel zur Forennutzung, zur Lernfortschrittsdokumentation, für Webinare, zum Anschauen der Videos, zur Sicherheit von Adobe Connect und auch zu den Badges, die ja für das Absolvieren des Kurses zur Verfügung stehen. Dann gibt es da diverse Links zum Eintauchen und Vertiefen für alle, die das möchten. Weitere Empfehlungen und dann jeweils einen Diskussionsimpuls für das Forum, wo wir dazu einladen, im Forum bestimmte Inhalte in einer Kurswoche gemeinsam zu diskutieren. Das hat auch jedes Mal großartig funktioniert und zeigt uns, dass ein MOOC nicht nur ein instruktives Format sein muss, in dem man etwas vorgesetzt bekommt, sondern auch, dass in den Foren ein gemeinsames Weiterlernen möglich ist und ein Weiterlernen über das im Kurs Angebotene hinaus. Schließlich gibt es jeweils am Ende noch ein Quiz, also einen kleinen Abschlusstest, der auf dem Multiple-Choice-Prinzip beruht. Wenn wir jetzt in Lektion 4 oder Modul 4 hineinklicken, sehen wir, dass das im Prinzip der gleiche Aufbau ist. Sie sehen wieder den Willkommenstext. Diesmal war kein Webinar zugeordnet. Dafür gab es aber mehr Videos. Scrolle da mal jetzt langsam durch. Es gab 5 Videos im Modul 4. Jeweils wieder mit den Transkripten dazu. Und darunter auch hier Übungsanleitungen, Unterlagen, Links, Downloads. Hier hatten wir eine eigene Moodle-Lernplattform. Man konnte sich da weiterklicken zu einem eigenen Übungs-Moodle, eigener Übungskurs dazu, zusätzliche Lernunterlagen zu beispielsweise in diesem Fall LearningApps.org oder dem Phase 6 Hallo App und anderen Dingen, die wir da einfach vorgestellt haben. Wieder ein Diskussionsimpuls für das Forum und hier auch ein abschließendes Quiz bzw. ein abschließender Test. Dieser Quiz ist einfach ein Multiple-Choice-Test. Es wird jeweils der letzte Versuch angezeigt, der hier stattgefunden hat. In diesem Fall sieht man einfach auch einen Testbericht über den jeweiligen letzten Versuch, anhand dessen man dann wieder weiter lernen könnte. Also man hat wirklich insgesamt 5 erlaubte Versuche und den Testbericht, die es unterstützen, diesen Multiple-Choice-Test auch erfolgreich zu absolvieren. Ein kurzer Besuch im Forum zeigt uns auch, nach welchen Prinzipien hier vorgegangen wird. Wir wünschen uns und haben das auch voll Freude so erlebt, dass das sehr gut funktioniert hat. Fairness und Respekt und eine aktive Teilnahme im Forum. Und hier sehen Sie in der 4. Kurswoche schon die Foren-Threads, die hier angelegt waren. Die meisten dieser Diskussionsstränge wurden von uns selbst angelegt, aber manchmal haben auch Kursteilnehmer und Teilnehmerinnen einen Forenstrang eröffnet. Schließlich noch interessant ist der Button
mit dem eigenen Namen, wo man das Profil sehen kann, über die eigenen Forumsbeiträge zu den Diskussionen dazu klicken kann und auch nochmal zu den eigenen Badges kommt, die man schon auf iMOOCs erworben oder importiert hat. Das war jetzt der reine Online-Kurs. Daneben gab es noch Begleitangebote, die den eBMOOC zu einem Blended Learning-Angebot machten. Konkret waren das Webinare, also Online-Treffen mit Videokonferenz-Tools und richtige Live-Begleitgruppen, wo sich Teilnehmende persönlich treffen konnten. Im eBMOOC gab es jeweils 4 Webinare pro begleiteten Durchgang. Dabei konnten sich die Teilnehmerinnen mit den Videoreferentinnen aus dem jeweiligen Modul und mit dem eBMOOC-Team live austauschen und Fragen stellen oder Vorschläge einbringen. Wir haben dafür überwiegend das Videokonferenzsystem Adobe Connect verwendet und weil es sich oft um große Webinare mit ungefähr 100 Teilnehmenden handelte, haben wir dafür auch eine eigene Struktur und Rollenaufteilung für digitale Großgruppen entwickelt. Neben den Webinaren gab es als Treffpunkt Möglichkeit in vielen Regionen auch noch persönliche Begleitgruppen. Die Begleitgruppen hatten als Präsenzformat einen etwas anderen Charakter als der Online-Kurs. Sie wurden im eBMOOC jeweils in 30 bis 40 Einrichtungen mit einer breiten geografischen Streuung angeboten. Moderiert wurden sie von Lernbegleiterinnen, denen wir an dieser Stelle nochmal ganz herzlich für ihren Einsatz dabei danken möchten. Was Sie hier sehen, ist unsere Projektwebsite auf erwachsenenbildung.at mit der Unterseite für die Begleitangebote. Man kann gut erkennen, dass es im eBMOOC 2018 in der ersten Halbzeit ca. 30 Präsenzangebote gab, und zwar in 8 österreichischen Bundesländern, aber auch in Deutschland und in der Schweiz. Für Teilnehmer, die alle Quizzes bestanden hatten, wurde im eBMOOC eine Teilnahmebestätigung ausgestellt und außerdem gab es für die erfolgreiche Teilnahme am eBMOOC auch Badges. Badges sind digitale Bestätigungen in Form eines Icons, die mit weiteren Informationen hinterlegt sind und die dem Inhaber oder der Inhaberin das Absolvieren bestimmter Lernleistungen bestätigen. Man kann diese Badges sammeln und so jederzeit seine gesammelten digitalen Lernleistungen belegen. In der Evaluation zum eBMOOC 2017 hat sich dann herausgestellt, dass fast 2/3 der aktiven Teilnehmenden auch den gesamten eBMOOC 2017 absolvieren konnten. Und das ist wirklich für den MOOC ein ungewöhnlich hoher Prozentsatz. Die Teilnehmenden 2017 wollten den eBMOOC auch weiterempfehlen und haben zu ungefähr 90% gesagt, dass sie jetzt nach dem eBMOOC 2017 voraussichtlich mehr digitale Tools einsetzen wollen als vorher. Die Evaluationsdaten von 2018 stehen uns zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch nicht zur Verfügung. Der eBMOOC, soweit wir ihn bisher evaluiert haben und auch jetzt im zweiten Durchlauf erleben, bestätigt für uns aber ganz eindeutig, dass MOOCs wirklich ein sinnvolles Format für die Erwachsenenbildung sein können und auch für die Professionalisierung von Erwachsenenbildnerinnen. Überall dort, wo es um Wissensbestände geht, an denen wirklich viele interessiert sind, wo es um heterogene Zielgruppen geht und um Zielgruppen, die regional weit verstreut voneinander leben und eine Weiterbildung brauchen, können MOOCs auch wirklich eine sehr effiziente Form der Weiterbildung darstellen. Und wenn man die MOOCs dann noch anreichert mit Präsenzformaten und mit beispielsweise Webinaren, dann erreicht man wirklich auch ein persönliches Lernerlebnis für die Teilnehmenden und die Möglichkeit zum Austausch in einem sehr, sehr großen Kolleginnenkreis.